zu einem Vortrag von Cem Vogt und Hanna Videra. Cem Vogt ist schon einige Jahre in der Tech-Branche unterwegs, unter anderem bei Salesforce. Heute ist er Customer Success Lead bei Blue Planet, einem digitalen Marketplace und Reseller von Salesforce Cloud Solutions. Hanna Videra ist Marketing Manager von Blue Planet. Ihr Thema heute: Mit Partnern zum Kundenerfolg. Customer Success und Partner Marketing bei Blue Planet. Hallo, ihr beiden. Hallo, schön, dich zu Hallo, sehen. grüß dich. Hallo. Dann, wie sagt man bitte, die Bühne ist eure. Ja, wunderbar, vielen Dank. Also vielen Dank erstmal an euch, Ingenious Technologies und dem gesamten Team von Partner Marketing Summit für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ja, wir freuen uns total, dabei zu sein und über Customer Success, also Kundenerfolg mit Partnern und wie wir das vor allen Dingen machen, zu sprechen. Bevor wir dahin kommen, erstmal was über uns, über Blue Planet. Ja. Wir sind Nummer eins Reseller von Digitalisierungslösungen im Salesforce-Ökosystem, sind gegründet im April 2021. Das heißt, wir feiern in diesem Monat unser Einjähriges mit dem Start in Deutschland und mit Expansionsplänen für Gesamteuropa. Die Gründer selbst waren Kunden oder Mitarbeiter von Salesforce oder gegebenenfalls Partner. Also Blue Planet ist ein perfektes Beispiel einer harmonischen Symbiose aus dem Salesforce-Ökosystem. Ja, wenn wir schon dieses Thema mit der kollektiven Intelligenz haben, dann ist das im Endeffekt das, was jetzt entstanden ist als neues Businessmodell. Dabei auch schöne Grüße an das Gründerteam, Thorsten, Chris und Christopher, sowie an das gesamte Blue Planet Team, die jetzt auch zuhören hoffentlich. Und was wir haben ist, wir haben derzeit vier Standorte. Mit Berlin im Headquarter haben wir gestartet, wir sitzen in Hamburg, da ist auch die Hanna, hallo, und München. Und neu dazu gekommen vor ein paar Wochen ist jetzt noch Wien. Wir wollen das präferierte Unternehmen sein, das Startups, Scale-ups und dem Mittelstand hilft, ihre komplexen Digitalisierungsvorhaben einfach und schnell umzusetzen. Man hört schon das Wort Digitalisierungsvorhaben. Das führt dann dazu, dass diese digitale Transformation ja zwar, ich sag mal, 75% auf der Agenda als Top-Ziel steht, aber im Endeffekt 4% das bisher nur abgeschlossen haben. Wir sehen hier jetzt auch auf diesem Slide drei große Bereiche, darunter also Kultur, Technologie und Businessmodelle und vor allen Dingen ein ganz kleines Wort, das nennt sich Change. Und jede noch so kleine Änderung, Erneuerung, Erweiterung oder Einführung von Digitalisierungstechnologie, Prozessen oder wie gesagt, neuen Ideen führen immer zu Change. Kleine Changes, große Changes, aber immer wieder gibt es auch eine gewisse Resistance, wenn Change stattfindet. Und dagegen gibt es Lösungen. Und eines davon ist auf jeden Fall ein Partner-Ökosystem oder ein Partnernetzwerk, das dabei hilft, diese Digitalisierung transparenter, verständlicher zu machen. Auch dabei zu helfen, die neue Kultur zu etablieren. Neue Arbeitsweisen, wir sprechen hier von New Way of Work und neue Denkweisen sind auf jeden Fall auch alles Teil dieses großen Vorhabens. In der Mitte, bewusst reingestellt, sehen wir eine Person, die nennen wir Kunden. Also die ganze Zielsetzung mit diesen gesamten Changes, die wir jetzt hier haben, führt dazu, dass wir den Kunden in den Mittelpunkt setzen. Und die Touchpoints, wir reden dann immer von Customer 360, ist, dass wir diese Kontrolle der Touchpoints mit unseren Endkunden haben. Sowie die Transparenz dieser Touchpoints. Ja, wie kriegen wir das Ganze hin? Hierfür gibt es eine Handvoll passende Lösungen für den Mittelstand, die wir zusammengestellt haben, um genau dieses glücklich sein des Kunden dann auch hervorzurufen. Hier mal ein kurzes Beispiel des Technologiepartner-Ökosystems in unserem Orbit.
Jeder dieser einzelnen technologischen Lösungen führen dazu, dass diese Automatisierung und auch die Transparenz in den Digitalisierungsvorhaben dann auch stattfindet. Und an dieser Wertschöpfungskette, diese einzelnen Lösungen, die wir hier haben, sind ja auch unterschiedliche Ansprechpartner, unterschiedliche Lösungstechnologielösungen dann auch anzusehen. Und diese gilt es dann auch zusammen zu führen und diese auch zu managen. Ja, also man sieht mit diesem Technologieansatz auf der einen Seite, mit diesem kulturellen Ansatz auf der anderen. Und natürlich entstehen dadurch dann auch neuere Ideen, neue Wege, neue Businessmodelle. Das ist dann das, wovon wir dann auch sprechen, über diese kollektive Intelligenz, die uns dann auch hilft, den Kunden glücklich zu machen. Ich mache mal kurz noch einen Abstecher zu Customer Happiness. Warum eigentlich? Ne? Ist es eine rein rhetorische Frage? Aber hier geht es wirklich darum, den Kunden, der Kundenservice erlebt, also sehr guten Kundenservice erlebt und auch ein Customer Experience, der Kundenerlebnis sehr hoch ist, ist mehr bereit dafür, für diese Lösung zu zahlen. Und warum auch? Also in unserer verwässerten Geschäftswelt ist es notwendig, diese Kundenzufriedenheit zu fördern, um Produkt-Champions und Umsatzwachstumsmotoren, langes Wort, im Englischen heißt es Revenue Growth Engines, zu etablieren. Die Verbesserung des Kundenerlebnisses kann dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, was zu Produkt- und Markentreue führt. Wie kriegen wir das Ganze hin? Da werden wir jetzt mal kurz drüber sprechen, über das Konzept des Customer Success als Organisation, also etabliert in der Organisation als Abteilung, als eine Institution in der Organisation, aber auch einmal als Disziplin, als Rolle, als Rollenverständnis und natürlich als Philosophie. Bei uns zum Beispiel, bei Blue Planet, ist Customer Success auch eines der Unternehmenswerte, unter anderem oder neben zum Beispiel Trust, Innovation und Equity. Und das führt dazu, dass wir dann im Endeffekt immer jedem sagen, dass die Rolle des Customer Success, und das ist nicht nur die Person, die jetzt das auf dem Titel hat oder ein Customer Success Manager ist, sondern das ist wirklich für jeden, der einen Touchpoint zum Kunden hat oder zum Partner, sehr, sehr wichtig. Darin besteht immer die Sicht des Kunden, des Customers Point of View zu agieren und sich in seine und seinen Herausforderungen einzufühlen, damit diese den Mehrwert des Produkts oder der Lösung entsprechend den individuellen Bedürfnissen vorantreiben und anpassen. Da sprechen wir über Drive and Adapt. So, ein Beispiel. Put yourself into the shoes of your customer. Ja, ich habe hier bewusst ein Bild, ein Markenbild auch reingepackt, wo man auch sofort erkennt anhand dieses Logos, um welche Marke es sich handelt. Und auf der anderen Seite auch ein anderes Produkt, das etwas Technologisches ist, was im Endeffekt hilft, etwas zu erreichen, was wir machen wollen. Also, remember, Ihre Kunden kaufen keine Technologie, sie kaufen eine Lösung für ein bestehendes Problem, eine Lösung für einen Job to be done. Generell frage ich in den Runden meistens so, was denkt ihr denn, was denn ein Job to be done von einer Bohrmaschine ist? Ja, die meisten werden dann sagen, ein Loch bohren, ja. Da sage ich, das ist nicht falsch, das ist richtig. Die Funktion im Endeffekt einer Bohrmaschine ist, ein Loch effektiv, effizient durchzuführen. Aber wenn man mal richtig hinterfragt, warum ein Kunde oder warum wir im Endeffekt das jetzt darin investiert haben, dann ist es meistens, ich möchte etwas anbringen. Ich möchte meinen Fernseher anbringen an die Wand, ich möchte ein Regal aufbauen oder ein Bild an die Wand hängen. Also ich kaufe nicht etwas, weil ich unbedingt jetzt Löcher in die Wand bohren möchte. Ja? Das heißt, wenn wir über Customer Success sprechen, also Kundenerfolg, dann geht es meistens nicht darum, dass Sie die Produkte nutzen und die Features und Functions davon ausnutzen, sondern es geht immer darum, wir müssen wissen, wohin wollen die damit? Was ist deren Zielsetzung? Wie kriegen wir das Ganze hin? Customer Satisfaction ist auf der einen Seite das gesamte Expectations Management, das heißt die Erwartungshaltung, nicht des Produktes, sondern der Functions and Features, sondern was ist das Outcome? Wir sollten verstehen, was das Outcome ist, was man gerne erreichen möchte mit dieser Lösung.
Dann natürlich aufbauend auf diesen Outcomes auch nochmal gemeinsam mit diesen Mehrwert dann der Lösung dann auch zu gemeinsam zu erarbeiten. Und natürlich darf man nicht vergessen, Quality Assurance, sprich das Produkt auch auf der technologischen Seite soll natürlich auch eine sehr hohe Qualität haben. Somit ist dann auch mit diesen drei Faktoren eine sogenannte Customer Satisfaction garantiert. Jetzt könnte die Frage kommen, okay, Customer Success, habe ich verstanden, aber was ist denn jetzt mit Customer Support? Was ist denn eigentlich der Unterschied zu diesen beiden, ich sag mal, Konzepten? Customer Success ist auf der einen Seite sehr proaktiv. Ja? Also wenn es eine Sache gibt, die man sich merken sollte, was der Unterschied hier ist, ist es dann proaktiv mit dem Kunden zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, diese Ziele, also diese Objectives dann zu erreichen mit der Lösung. Und Customer Support beinhaltet die Unterstützung des Kunden, wenn sie ein Problem mit ihren Lösungen haben. Nummer 1 Goal zusammengefasst ist, unsere Kunden erzielen durch die Beziehung zu uns, und da kommen wir jetzt langsam auch in dieses Partner, Ökosystem auch mit rein. Die haben ja nicht nur mit uns eine Beziehung, wir haben mehrere Beziehungen und damit erreichen sie ihr gewünschtes Ergebnis. Also nochmal kurz gesagt, Kunden kaufen das Produkt nicht wegen der Features und Funktionen, sie wollen ein Geschäftsziel erreichen. Dementsprechend hat es keinen Mehrwert, ihnen zu sagen, was sie bereits wissen über die Funktionalitäten des Produkts. Sie müssen drei grundlegende Dinge verstehen. Wie misst der Kunde den Erfolg? Also ist es eine Zeitersparnis, Umsatz reduzieren, Umsatz reduzierten Kosten, Auswirkungen auf die Qualität und so weiter. Und was braucht er, um einen sogenannten Geschäftsvictory zu verkünden? Wie erreicht er dieses Ziel? Wie ist der Weg? Wie können wir ihn begleiten in diesem Weg? Und vor allen Dingen, wie ist dann die Kundenerfahrung mit uns in dieser Journey zum Erfolg? Das bringt mich auch dazu, zu dem Thema, wie interagieren wir mit unseren Kunden? Welche Stufen gibt es der Interaktion? Wir unterscheiden im Customer Success immer über High Touch, Low Touch, Digital Touch. Das heißt, je höher, also je mehr Volumen und Value die Kunden generieren, umso mehr ist natürlich auch der Kontakt zu den Kunden dann entsprechend in 1:1 und auch in wöchentlichen Meetings. Dann gibt es das Low Touch, das ist eine Mischung aus dem High Touch und dem Digital Touch und dem Digital Touch natürlich. Man muss sich nur mal vorstellen, auf der einen Seite gibt es große Projekte, die wir mit mehreren Partnern durchführen müssen. Oder als Beispiel ein Digital Touch wäre, ich habe so eine Lösung wie Netflix, da kann ich natürlich nicht diesen High-Touch-Involvement oder die Interaktion durchführen. Die Customer Journey bei Blue Planet wiederum, die Customer Success Journey bei Blue Planet, ist in zwei Phasen unterteilt, in eine Pre-Sales-Phase. Hier sehen wir auch ganz stark, wer alles dann hier auch beteiligt ist. Das ist Marketing, Sales, Success, Support, Implementation, also Implementierungspartner und natürlich die Produktpartner, die wir auch haben. Ganz stark, wenn wir jetzt auch über Partner-Marketing sprechen, ist in dieser Phase, sprich alles, was den First Contact und den Brand Awareness angeht und vor allen Dingen auch das Engagement mit dem potenziellen Kunden, sehr hoch. Dann kommt die Kaufentscheidung. Ab der Kaufentscheidung geht es dann über in Value-Generierung mit dem Kunden gemeinsam. Also das heißt wieder Reframing des Alignments und des Ziels, des Business-Ziels. Hier sind im Endeffekt sehr, sehr viele Parteien dann auch mit involviert. Dann geht es um Onboarding, das Deployment und dann sehen wir natürlich, wie wir dann mit Marketing zusammen dann auch mehr Value generieren können und dementsprechend dann auch den zufriedenen Kunden. Und das führt mich natürlich dann zu dem Punkt, Hanna,
ich war jetzt voll im Flow gewesen. Wie machen wir das Ganze denn jetzt aktuell dann auch bei Blue Planet? Und würde dann das Wort an Hanna jetzt übergeben. Ja, vielen Dank, Cem, für die super Einstellung. Ich habe hier leider gerade ein bisschen akustische Probleme. Cem, ich glaube, du musst aber deinen Ton ausmachen. Das mache ich doch gerne. Super, vielen Dank. Das ist war jetzt eine sehr gute Überführung, um sozusagen den Kreis auch zu unserem Thema zu schließen. Wie erlangen wir durch Partnermarketing und in unserem ganzen Partnerökosystem letztlich Kundenerfolg? Die Krux bei dem Ganzen, da zu dieser Thematik hatte Christian anfangs ja schon sehr schön hingeführt, ist sozusagen, dass wir mithilfe eines sehr großen Partnerökosystems, und ich erkläre gleich, wie sich das bei uns bei Blue Planet im Grunde in zwei Bereiche aufteilt, dass wir hier Kräfte bündeln können, um sowohl unseren Kunden letztlich die besten Lösungen anbieten zu können und ihnen sozusagen auch ganz viel Vertrauen entgegenbringen können und sie uns dann wiederum zurück, was sowohl zu glücklichen Kunden führt, als auch natürlich zu einem florierenden Geschäft. Wenn wir uns jetzt hier einmal beispielsweise diesen klassischen Sales Funnel im B2B-Geschäft angucken, wir wissen alle, in diesem Bereich der Entscheidungsprozess eines potenziellen Kunden, sich im B2B für ein Produkt zu entscheiden, ist ungeheim länger als im B2C-Geschäft. Das heißt, ein Kunde interagiert mit verschiedenen Produkten und auch Stages in diesem Sales Funnel sehr viel länger als beispielsweise im B2C-Bereich. Und hier kommt jetzt sozusagen das Partnerökosystem, wenn das von Anfang an gehegt und gepflegt wurde, wirklich in den Vordergrund und trägt hier seine Früchte, weil wir hier in diesem Bereich sozusagen durch Partnermarketing-Aktivitäten auf dieser einen Seite mit unseren Resell-Partnern eine größere Audience zum Beispiel bei Awareness-Maßnahmen erreichen können und natürlich auch durch geballte Kraft viel mehr Know-how generieren können, als das sozusagen jedes Mal ein einzelner Akteur schaffen könnte. Vielleicht nochmal grundsätzlich zur Unterscheidung Resell-Partner und Service-Partner. Wir verfügen über ein großes Portfolio und auch stetig wachsendes Portfolio an Resell-Partnern, die Cem ganz zu Beginn aufgeführt hatte. Das sind verschiedenste Cloud-Technologien, die sozusagen in Summe oder auch in Kombination, je nach individuellem Bedürfnis unseres Kunden, die digitale Transformation, die digitale Abbildung eines Geschäfts ermöglicht. Das heißt, verschiedene Bereiche von Vertrieb, Marketing, Analytics bis hin tatsächlich auch zu professionellen Organisationsabläufen lassen sich alle über diese Cloud-Lösungen abbilden. Und hier bündeln wir uns ganz bewusst mit verschiedenen Partnern zusammen, die wir diese Resell-Partner nennen, um hier sozusagen in Summe das beste Produkt für unseren Kunden darstellen zu können. Mit diesen Resell-Partnern, in deren Fokus oder Zentrum bei uns bei Blue Planet Salesforce steht, haben wir viele, viele Möglichkeiten, diese Kräfte zu bündeln und in verschiedene Marketing-Aktivitäten zu gehen. Das ist natürlich ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Das heißt, was machen wir hier? Wir synchronisieren Marketing-Aktivitäten mit allen Partnern auf sehr regelmäßiger Basis. Und sozusagen, ich komme da gleich im nächsten Teil bezüglich der Best Practices noch drauf, gehen hier in verschiedene Formate, um sozusagen auch dem Kunden zu suggerieren, wir haben ein sehr großes Angebot und um das sozusagen auch verbildlichen zu können. Der zweite Teil dieses Partnerprogramms bei uns stellen unsere Servicepartner dar. Das heißt, jene Partner, die wir im Moment im deutschsprachigen Raum haben, auch ein sehr großes Netzwerk, sind unsere Implementierungspartner. Hier haben wir ein sogenanntes Trusted Partner Programm aufgebaut. Was heißt das? Wir schließen uns mit Implementierungspartnern zusammen, die letztlich durch diese breite Aufstellung einer großen Anzahl an Implementierungspartnern können wir garantieren, dass unsere Kunden
für genau das Produkt oder die Produktpalette, die sie gewählt haben, den besten Service anheim bekommen. Auch hier ist es natürlich, ist Partnermarketing wahnsinnig wichtig, weil sozusagen durch gemeinsame Marketingaktivitäten auch in diesem Bereich wir das Vertrauen unserer Kunden gewinnen. Denn Kunden, die bereits einem der beiden Partner vertrauen, verlassen sich auf diese Empfehlungen und fühlen sich umso besser aufgehoben. Wichtig hier vielleicht noch zu erwähnen ist auch, dass wir, sobald dieser Prozess einmal eingestiegen ist, das sozusagen auch wie vorhin schon in der Customer Journey von Cem dargestellt, wir verlassen den Kunden dann nicht, wir gehen da Hand in Hand mit den Partnern in die Implementierung und bleiben stets der Ansprechpartner unserer Kunden. Das ist natürlich auch eine wichtigere Voraussetzung für die Marketingaktivitäten, dass wir uns auch hier abstimmen. Wenn wir jetzt mal eine Folie weitergehen, Cem. Gerade dabei, eine Sekunde. Wunderbar, vielen Dank. Dann haben wir hier einmal eine schöne Übersicht sozusagen unserer, ich nenne es jetzt mal Kernaktivitäten. Die sozusagen sowohl im Bereich des Resale-Portfolios als auch im Bereich unserer Service-Partner sich tummelt. Im weitesten Sinne unterscheiden wir hier sozusagen zwischen Marketing-Aktivitäten, die entweder informieren, inspirieren, unterhalten oder letztlich am Ende des Tages hoffentlich alle überzeugen. Das ist ja sozusagen die Idee, dass sozusagen durch das geballte Marketing entweder die Verkaufsentscheidung überspringt oder auch zu sagen, das ist genau das Angebot der Partner an unserer Seite, der uns zum Kundenerfolg begleitet. Wir bei Blue Planet fokussieren uns ganz stark auf das Thema Events. Warum? Hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, einen sehr großen Teil dieses Spektrums abzudecken, nämlich zum einen natürlich zu inspirieren, wirklich durch Handlungen, wir können vor Ort sein, zu unterhalten natürlich auch in einem gewissen Rahmen und dadurch auch zu überzeugen. Informieren ist jetzt hier beispielsweise nicht abgebildet, aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch immer sozusagen der Hintergrund, Infos anheimzulassen, aber es geht hier wirklich um den Aufbau eines Netzwerkes und das Gefühl, Teil zu sein, sozusagen Teil zu haben und somit Vertrauen zu gewinnen. Beispiele von solchen Events sind zum Beispiel Messeauftritte, die wir aktuell auch planen. Wir sind dieses Jahr beispielsweise beim OMR-Festival mit verschiedenen Partnern dabei. Das heißt, hier ist es eine ganz tolle Fläche für uns und eine Stage, Partnerschaften zu verkünden, nach außen zu verdeutlichen, wer sind wir und mit wem an der Seite stehen wir da, um hier sozusagen das komplette Spektrum einmal aufzuführen. Das kann natürlich auch andersrum gehen, dass wir zusammen mit Servicepartnern kleinere Events starten, wie beispielsweise von einem unserer Implementierungspartner ein sogenanntes Expert Breakfast, das demnächst in Berlin stattfinden wird. Und dann gibt es natürlich die ganz klassischen Marketingaktivitäten von gemeinsam veröffentlichen Content von wie White Papers, Studies, Press Announcement über neu geschlossene Partnerschaften, in denen wir sozusagen Content dem Kunden oder auch dem Prospect zur Verfügung stellen, um hier durch diese gebündelte Marketingkraft den Sales Funnel voranzutreiben, beziehungsweise dem B2B-Customer möglichst viel Material an die Hand zu geben, um den Entscheidungsprozess letztlich zu vereinfachen. Perfekt, danke. Zusammengefasst, jetzt komme ich zu dem einen Satz: The core value of the customer success is value realization. Das heißt, im Endeffekt alle Partner und alle, die im Partnerökosystem sind oder beziehungsweise diejenigen, die jetzt dann auch helfen, diese Value Realization durchzuführen. Da ist, wo Customer Success und das Partner-Ökosystem ein großer Unterscheidungsfaktor und Differentiator ist,
gegenüber alle anderen. Daher ist auch dieses Businessmodell, das wir haben, so aufgebaut, mit Partnern zusammen das Ziel des Kunden, und das ist keine Ein-Mann-Show, sondern das ist ein Teamsport, das dann zu generieren und das dann auch mit dem Kunden gemeinsam dann durchzuführen. Ne? Erinnert euch an den Job-to-be-done-System, darum geht es, da dem Kunden dann auch zu helfen. Vielen Dank. Now it's time for Q&A. Tobias. Wow, danke auch von meiner Seite. Ich fand es mega spannend zu sehen, so auf welch hohem Niveau und auch wie modern ihr das alles betreibt. Tolle Einblicke, danke. Und Cem, deine erste Folie, wo Kultur, Technologie und Businessmodell, wenn die sich alle ändern, dann ändert sich ja die ganze Firma. Also fand ich schon ein echt, wie sagt man denn, einen sehr durchrüttelnden Ausgangspunkt. Hoffentlich kommen für Organisationen nicht alle Änderungen auf einmal. Wir haben hier Fragen von der Audience. Die erste Frage von Chris, eine Frage an das Blue Planet Team. Was für neue Formen von Resale-Partnern seht ihr denn für die Zukunft unter dem Aspekt des Subscription-Modells von Salesforce? Das ist eine sehr gute Frage. Eventuell kann es dazu führen, dass es natürlich, das ist wieder so eine Change-Frage. Ne? Also wie sieht es in der Zukunft aus? Wie könnte das dann aussehen, auch jetzt in dem, ich sag mal, in dem Subscription, in dem Bezahlmodell? Das Schöne ist ja bei Subscription-Modellen, ich hatte ja eingangs davon gesprochen, von Pre-Sales und Post-Sales. Bei Subscription-Modellen ist es so, da gibt es eigentlich keinen Post-Sales. Es ist jedes Mal, wenn wir Value generieren dem Kunden gegenüber, immer wieder Pre-Sales. Ja, also das gesamte Unternehmen muss ja im Endeffekt so dann aufgebaut sein, dass man mehr Value oder zumindest auch gemeinsam mit dem Kunden Value findet. Das heißt, mit dem Partner gemeinsam auch, das Partnermodell müsste dann so aufbauen, dass dieses Value-Thema dann auch on-time passieren kann, damit man schnell in diesen, ich sag mal, in diesem Ökosystem und auch in dieser schnelllebigen Zeit die richtigen Lösungen dann auch anbieten kann und auch mit reinbringen kann. Das bringt dann dazu, dass dieses Reseller-Modell auch sehr agil sein muss, ja, und sehr schnell reagieren muss. Und dementsprechend wird sich das dahin in so eine Art Automatisierung dann füllen. Ich hatte ja auch davon gesprochen über High Touch und dann über Low Touch und auch Digital Touch. Also es wird sehr, sehr viel auf der technologischen Basis automatisiert stattfinden. Das wird sich sicherlich ändern. Ich kann auch schon sagen, da sind wir auch dran als Blue Planet, um genau dieses Segment dann auch so bedienen zu können, dass Customer Value da ist, dass Customer Success für den Kunden auch gemeinsam mit den Partnern da ist und dafür dann auch eine technologische Lösung dann bereitsteht. Dann gleich die nächste Frage im Anschluss, die kommt von Ante. Wie individuell findet Customer Success bei euch wirklich statt? Oh, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Auch da wieder zurück. Wir müssen tatsächlich unsere Kunden, wir haben ja auch nur, man hat ja gegebene Ressourcen, ja, und Kapazitäten. Ne? Der Tag hat ja leider nur 24 Stunden und dementsprechend muss man das dann einteilen und da kommen wir nicht daran vorbei, in Gruppen, in Tiers zu clustern, die Kundensegmente. Das heißt, wenn ich einen High-Touch-Kunden habe, da fließt am meisten Zeit mit rein, weil da auch die Problemlösungen dann auch größer sind meistens. Und dann gibt es irgendwann Low-Touch und dann auch da ist dann so ein bisschen diese, ich sag mal, die Automatisierung dann mehr im Fokus, bis hin, was ich auch eingangs gesagt habe, Digital-Touch. Man muss sich das nur so vorstellen, weil wir sind ja in einem, ich sag mal, Umfeld des kulturellen Change, des Technologie-Change und auch Businessmodelle, neue Businessmodelle generieren. Wir sind ja nicht in dem Umfeld wie Netflix, die ein Produkt haben und eine One-to-Many-Kommunikation und Interaktion machen müssen, sondern bei uns ist es wirklich dann 1:1. Da muss ein Clustering auf jeden Fall stattfinden. Ja, wir werden sicherlich mehr und mehr Kunden haben. Das heißt, das Team wird wachsen. Was man auf jeden Fall auch machen sollte, was ich eingangs gesagt habe, als Philosophie für Customer Success,
Das ist ein Thema, das ist ein unternehmensweites Thema. Das ist nicht eine Sache, die jetzt nur der Customer Success Abteilung oder ein Teil der Marketingabteilung, der Serviceabteilung ist, sondern das ist wirklich ein company-wides Denken. Wenn ich mit einem Kunden spreche, habe ich auf der einen Seite die künstliche Intelligenz, aber ich meinte die kollektive Intelligenz mit den Partnern dabei, um dem Kunden zu helfen. Und das ist die Priorität Nummer eins, Value zu generieren mit dem Kunden gemeinsam. Dann wird man auch sehen, wie die Interaktion und wie man die Interaktion dann auch gestaltet. Vielen Dank. Und als letztes noch eine Marketingfrage. Warum ist für euch denn das Partnermarketing so wichtig? Gerade auch in Abgrenzung zu zum Beispiel anderen Formen. Also ich meine, ihr könnt ja auch einfach sagen, hey, ich schalte Anzeigen auf LinkedIn oder Google Ads oder Facebook oder irgendwo. Also in dieser Abgrenzung, woher kommt denn der Wert vom Partnermarketing? Ja, auch gute Frage. Danke, Tobias. Das machen wir natürlich auch, aber ich sage mal, der Faktor der Vergrößerung, der Verteilung ist natürlich ein ganz anderer. Das ist das eine Mal, das ist der Vorteil für uns, dass wir hier wirklich auch für uns Kräfte bündeln können, durch Partner hier auch wahnsinnig an Know-how gewinnen und dieses Know-how dann wiederum auch an unsere Kunden transportieren können. Also hier geht es wirklich darum, mit geballter Kraft, mir fällt tatsächlich kein besserer Begriff ein, denn wenn ich jede Woche mit verschiedenen Partnern, sowohl Resell-Partnern als auch Portfolio- bzw. Implementierungspartnern spreche, haben wir hier einen viel größeren Fundus an Ideen, der sich tatsächlich trifft. Also da bräuchte ich hier allein im Marketing nur bei Blue Planet 5, 6 bis 10 Personen, um das zu schaffen, was ich gemeinsam mit Partnern schaffen kann. Also hier sozusagen auch die verschiedenen Perspektiven, die natürlich durch die verschiedenen Technologien, die betrieben werden, gemeinsam zusammenkommen. Das ist eigentlich wirklich der größte Mehrwert für uns, hier in Partneraktivitäten primär zu investieren. Und zum anderen natürlich, wenn wir wieder zurückgehen zum Customer Success, dieses Know-how dann am Ende des Tages produzieren können, um unsere Kunden zu überzeugen, hey, das ist wirklich in dieser Partnerschaft liegt wahnsinnig viel Wert und wahnsinnig viel Kraft. Super. Dann nochmal ganz, ganz großen Dank euch beiden. Und ja, schade, dass wir keine große Bühne haben, sonst würden jetzt sicherlich alle applaudieren. Danke euch. Vielen Dank.